Herzlich willkommen bei Kammerjägerprofi. Mein Name ist Manni und heute geht es um Vampire im 21. Jahrhundert. Du glaubst, dass es sie nicht gibt? Doch, es gibt sie definitiv. Die Bettwanze ist wieder ganz massiv im Vormarsch. In der Kriegszeit hat es sehr viele Bettwanzen gegeben, dementsprechend durch die ganzen Flüchtlinge und so weiter. Und dann hat man sie sehr gut bekämpft gehabt, das heißt, die letzten 30 Jahren war eigentlich alles sehr, sehr gut im Griff, und durch die Verharmlosung bzw. indem dass hier die Wirkstoffe von den Bekämpfungsmitteln reduziert worden sind und auch durch die ganze Globalisierung treten sie jetzt die letzten 4-5 Jahre wieder ganz massiv und ganz verstärkt auf, die Bettwanze. Und meistens nimmt man sich die Bettwanze aus dem Urlaub mit. Das heißt, du warst irgendwo in einem südlichen Land, hast hier im Hotel geschlafen, ein paar Stiche bemerkt, dachtest dir vielleicht, ist es eine Mücke. In Wirklichkeit waren es Bettwanzen. Also bitte achte darauf, dass du dir aus deinem Urlaub kein Souvenir mit nach Hause nimmst, nämlich die Bettwanze. Hast du sie tatsächlich nach Hause geholt, ist das Problem meistens dann immer sehr, sehr groß. Vor allem auch von der Bekämpfung her. Es geht nicht von heute auf morgen, dass man sie bekämpfen kann. Das dauert ein bisschen. Man muss ein bisschen Zeit und Geduld haben. Dennoch, ein richtiger professioneller Kammerjäger kriegt die Bettwanzen definitiv weg. Das heißt, wenn du in Urlaub fährst, als Tipp, ganz wichtig, nimm die Matratze, schau mal hier am Lattenrost, ob du hier kleine schwarze Pünktchen siehst, ob du hier Insektenhüllen siehst, dann meide bitte das Zimmer, lass dir ein anderes Zimmer geben oder geh in ein anderes Hotel, weil dann sind tatsächlich Bettwanzen da. Die schwarzen Punkte sind nichts anderes als wie Blut, verdautes Blut von den Bettwanzen. Schaut im Prinzip aus, wenn du mit dem Kugelschreiber einen kleinen Punkt machst, genauso schaut dieser Bettwanzencode aus. Siehst du das, lass dir definitiv ein anderes Zimmer geben. Und genauso kannst du auch bei dir zu Hause die Bettwanze erkennen. Das heißt, wenn du Stiche hast auf der Haut, heb die Matratze hoch, schau den Lattenrost an oder wo das Bett zusammengesteckt oder geschraubt ist. Da siehst du meistens dann immer diese Spuren, diese Kotspuren oder auch in leere Hüllen im Endeffekt, kannst du da immer feststellen. Und genau deshalb ist es wichtig, dass du ganz genau, wirklich ganz genau schaust. In der Schmutzwäsche zum Beispiel sind auch immer wieder mal Bettwanzen drinnen, ja? Weil die Wäsche nach Menschen riecht. In der frisch gewaschenen Wäsche sind sie fast nie drinnen, sondern nur in der getragenen Wäsche, weil die Wäsche nach Menschen riecht und das benutzen sie dann im Prinzip auch als Transportmittel, und genau deshalb nimmst du die auch dann im Koffer wieder mit zu dir nach Hause. Koffer, falls du das feststellst schon im Urlaub, im Hotel, bitte niemals den Koffer mit ins Innere mit reinnehmen, in dein Haus oder in deine Wohnung. Lass den Koffer draußen stehen. Pack den draußen aus. Nimm deine Wäsche in einen Müllsack rein, die komplette Wäsche. Geh sofort zur Waschmaschine, kipp die ganze Wäsche in die Waschmaschine und wasch das einmal durch. Durch diesen alkalischen Reiniger gehen die Bettwanzen in der Waschmaschine alle kaputt. Den Koffer, wenn es nicht ein sehr hochwertiger Koffer ist, würde ich dir den Tipp geben, entsorg den Koffer, weil der Koffer hat 1000 Ritzen, wo sich eine Bettwanze verstecken kann. Und wenn du den Koffer in dein Haus mit reinnimmst, hast du auch garantiert die Bettwanze mit im Haus. Ja, falls du noch Fragen hast, schreib uns über den Facebook Messenger oder über unseren WhatsApp Support. Und ich wünsche dir eine bettwanzenfreie Zeit und auch einen bettwanzenfreien Weihnachtsurlaub. Bis dann, ciao, euer Manni.